Wir starten. Ich starte die Uhr. Und zwar mit 1 Minute jeweils. Wir starten mit den Jumping Jacks. Wer nicht springen kann, macht die Jumping Jacks in der gestreckten Version langsam. Also wir legen los in 3, 2, 1 und Feuer. Ich hoffe, ihr habt euch schöne Musik ausgesucht zur Motivation, da das ja hier immer aufgenommen wird und dann bei YouTube sich angeguckt werden kann, kann ich leider meine Musik für euch nicht laufen lassen, weil das nicht erlaubt ist wegen der GEMA. Deshalb sucht euch immer schöne Musik aus, die euch selbst motiviert. Wie bei unserem normalen Training draußen. So, 15 Sekunden noch. Dann kommen wir in die Back Lunges. Nehmen dabei die Arme hoch. Die Hüfte wird beim Hochkommen geflext. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Wir kommen in den Back Lunge. Wir machen einen großen Ausfallschritt nach hinten, das vordere Knie schön gerade, Fuß schön geradeaus. Wir kommen runter, kommen hoch und flexen leicht die Hüfte nach vorne, damit der Hüftbeuger auch gleich mitgedehnt wird. Macht schön einen großen Schritt nach hinten. Achtet auf eure Knie und Fußspitzen. Auch hier 1 Minute. Danach kommen wir nicht in die Jumping Jacks, sondern Fersen an. Noch 10 Sekunden. Drei, zwei, eins. Wir Fersen an. Die, die nicht springen können, gehen mit der Ferse schön Richtung Gesäß. Die anderen machen die gesprungene Variante. Anschließend kommen wir in den Squat gemeinsam. Wir laufen ein bisschen schneller. Füße ganz weit Richtung Gesäß. Also richtig schön nach hinten werfen. Drei, zwei, eins. Wir kommen in den normalen Squat. Gehen schön tief. Und flexen beim Hochkommen auch wieder die Hüfte nach vorne. Schön durchdrücken. Auch so aktivieren wir den Hüftbeuger. Wir erhöhen die Geschwindigkeit. Die anderen steigen schön mit ein. Hallo, schön euch zu sehen. Oberkörper bleibt schön gerade, Brust schön gestreckt und wir flexen die Hüfte leicht nach vorne durch. Fünf,
3, 2, 1. Nächste Übung. Die, wie gesagt, die nicht springen können, machen die Übung ohne Sprung und ziehen das Knie oberhalb der Hüfte nach oben. High Knees. Die anderen nehmen im rechten Winkel zur Hüfte die Arme und bringen die Knie hoch. Eine Minute. Die, die gehen, ganz weit die Knie nach oben. Hüft hoch, alle Mann. Richtig High Knees. Genau. Noch höher die Knie. Los, Leute. Nehmt die Hände zur Hilfe. Dann klatscht es schön. Knie hoch. Genau. Richtig hoch. Noch höher. Jawohl. 3, 2, 1 und Pause. Kurz Luft holen. Puls wieder runter. Wir machen weiter mit der Windmühle. Wir stehen hüftbreit. Arme im rechten Winkel zum Körper. Blick und Kopf bleibt geradeaus. Und wir drehen um die eigene Achse. Arme ganz weit hoch. Auf Schulterhöhe. Schön eindrehen. Seid achtsam und vorsichtig. Und wir kommen jetzt langsam in eine Vorbeuge. Bisschen nahezu mit den Fingerspitzen an den Fußspitzen sind. Schön weiter rotieren. Die seitliche Muskulatur brauchen wir nachher noch. Und wir kommen jetzt langsam wieder in die Vorbeuge und richten uns auf. Der Kopf bleibt wieder auf gerader Position, bis wir oben angekommen sind. Und jetzt drehen wir uns komplett ein, heben die rechte Ferse, wenn wir nach links gehen und umgedreht und kommen in eine leichte Squat-Bewegung. Schön eindrehen. Versucht das Gleichgewicht zu halten. Machen dann auch gleich mit den Rotationen weiter. Drei, zwei, eins und wieder in der Mitte sammeln. Wir machen weiter mit dem Hüftbeuger und starten zuerst in einer Rotationsbewegung von innen nach außen. Im Wechsel rechtes Bein, linkes Bein. Oberkörper bleibt schön gerade, nur die Hüfte rotiert. Genau. Und Knie schön hochziehen zur Hüfte und schön rotieren. Genau. Wir wechseln die Richtung und rotieren jetzt von außen nach innen. Oberkörper bleibt wieder schön gerade. Eine Minute.
Schön die Knie hoch. Haltet den Oberkörper stabil. Bisschen noch. Drei, zwei, so langsam merkt man den Hüftbeuger. Eins, eins und ausschütteln. So, Achtung, es kommt jetzt eine Variante. Wir kommen in die Raupe, das heißt, ich gehe ein Stückchen zurück mit den Fingerspitzen zu den Fußspitzen. Ich mache erst vor. Wir laufen nach vorne, strecken uns, nehmen jetzt das linke Bein zur linken Hand, legen das rechte Bein um oder den Fuß und öffnen uns jetzt zur Seite. Und zwar zur rechten Seite. Wir fangen nochmal von vorne an. Also wir kommen in die Raupe. Fingerspitzen zu den Fußspitzen. Wir laufen langsam nach vorne. Bis wir im Rückenschritt sind. Gehen jetzt mit dem linken Bein zur linken Hand nach vorne. Genau. Legen den rechten Fuß um. Und öffnen uns jetzt nach oben. Die Augen folgen den Fingerspitzen der rechten Hand. Wir kommen und sammeln uns unter dem Bein und öffnen uns wieder. Das Ganze machen wir jetzt 10-mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Wir kommen wieder in den erhöhten Stütz, nehmen das linke Bein zum rechten zurück und laufen mit den Fingerspitzen zu den Fußspitzen und richten uns auf. Sehr gut. Das Ganze machen wir jetzt auf der anderen Seite. Also Fingerspitzen wieder zu den Fußspitzen. Wir laufen in kleinen Schritten mit den Händen nach vorne, halten im erhöhten Stütz und das rechte Bein, Fuß, kommt jetzt zur rechten Hand. Der linke Fuß wird waagerecht umgeklappt und wir öffnen uns mit der linken Hand nach oben, die Augen folgen den Fingerspitzen. Wir schließen uns, die Hand geht unterm Körper durch und wir öffnen uns wieder in die Rotation nach oben. Nummer 3, macht schön langsam, 4, kommt immer ein bisschen weiter in die Dehnung, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Wir kommen jetzt wieder in den erhöhten Stütz. Rechtes Bein geht zum linken Bein zurück. Und wir laufen wieder mit den Fingerspitzen zu den Fußspitzen in die Vorlage und richten uns wieder auf. Sehr schön. Wir machen weiter mit den Rotationen. Und zwar mit der Hüfte. Wir sind etwas breiter als hüftbreit und rotieren gegen den Uhrzeigersinn, um die eigene Körperachse. Erst in die eine Richtung und dann in die andere. Wir wechseln die Richtung. Rechts rum oder im Uhrzeigersinn oder einfach nur umgedreht. Sehr
Sehr schön. Okay. Wir nehmen jetzt das rechte Bein nach vorne, stützen es ab und rotieren mit dem Sprunggelenk um die Fußachse, erst gegen den Uhrzeigersinn und dann im Uhrzeigersinn oder umgedreht. Schöne große Kreise mit der Fußspitze, schön aufwärmen. Sucht euch einen Punkt am Boden für die Balance. Wir wechseln die Richtung. Und wir setzen ab. Kurz ausschütteln. Nehmen jetzt das andere Bein gegen den Uhrzeigersinn. Genau, schöne große Kreise. Puls kommt langsam wieder runter. Tief ein- und ausatmen. Wir wechseln die Richtung. Wir machen dann mit den Schultern und mit den Armen weiter. Die Handgelenke machen wir heute auch. Wir haben ein paar Stützübungen und absetzen. So. Schüttelt noch einmal den Oberkörper schön aus. Füße ausschütteln. Einmal lösen und lockern. Und wir nehmen jetzt die Arme im rechten Winkel zum Körper auf Schulterhöhe. Die Handflächen zeigen nach oben. Und wir rotieren rückwärts in kleinen Kreisen. Ellenbogen schön durchgestreckt lassen. Die Körperspannung geht vom Ohrläppchen bis zu den Fingerspitzen. Schön durchdrücken. Und wir werden langsam größer. Die Schultern sind weg von den Ohrläppchen, also schön tief halten während der Rotation. Und große Kreise. Wir werden langsam wieder kleiner. Ellenbogen durchgestreckt lassen. Kleiner, kleiner, kleiner. Mikrokreise. Und wir halten. Tief ein- und ausatmen. Versucht die Arme schön oben zu halten. Die Handfläche zeigt jetzt nach unten, Daumen nach vorne. Tief ein- und ausatmen. Und wir starten mit Mikrokreisen vorwärts. Lächeln nicht vergessen. Okay, wir werden auch hier langsam wieder größer. Atmen nicht vergessen. Und wir werden größer. Und ganz groß. Die ganze Schulter wird rotiert und wir werden jetzt wieder kleiner. Immer noch weiter atmen. Ellenbogen ausstrecken bitte. Immer noch Ellenbogen strecken auf Schulterhöhe. Atmen und Mikrokreise. Und wir halten. Tief ein- und ausatmen und fallen lassen. Schön ausschütteln. Sehr gut. Super durchgehalten. So, wir machen weiter mit dem Kopf und mit dem Nacken. Das heißt, wir drehen jetzt den Kopf über die rechte Schulter. Mit dem Blick nach hinten. Bei mir ist es die Wand und das Bild. Wichtig ist, dass die Augen auch bewegt werden. Gegen alle Nackenschmerzen schön den Nacken dehnen von links nach rechts. Wir wechseln jetzt von hinten nach vorne. Sagen schön ja. Das Kinn geht tief zum Brustbein.
letzte Nackenübung. Wir nehmen jetzt die Schulter im Wechsel zum Ohrläppchen. Einmal rechts, links. Schön hochziehen. Genau. Wir kreisen jetzt nur mit der Schulter rückwärts im Wechsel. Kopf bleibt schön geradeaus. Genau. Wir wechseln die Richtung. Vorwärts im Wechsel. Eine fließende Bewegung. Okay. So, die Schulter hat sich von eben erholt. Wir nehmen jetzt die Hände nach vorne im rechten Winkel und spreizen die Finger vom Körper und schließen die Hände zur Faust. Schön auf und zu. Ellenbogen wieder schön durchstrecken. Genau. Und auf Schulterhöhe. Ellenbogen noch mehr durchstrecken. So ist besser. So, 5, 4, 3, 2, 1 und zur Seite. Schön öffnen und schließen. Aktiviert richtig die Hände. Nehmt die Kraft aus den Handgelenken und schön auf und zu machen. Und wir nehmen die Arme nach oben. Tief ein- und ausatmen und weiter öffnen. Kräftig. Ganz kräftig auf und zu. Richtig spreizen und wieder zusammen. Und wir nehmen die Hände einmal zurück. Und auch im Rücken auf und zu machen. Langsam wird es schwierig. Und ausstellen. Wir kommen kurz auf die Matte. Wir dehnen jetzt, bevor es losgeht, noch schön die Handgelenke, damit ihr nachher keine Probleme im Liegestütz und im Stütz habt. Das heißt, wir kommen in den Vierfüßlerstand. Die Fingerspitzen zeigen gespreizt vom Körper weg. Ich gehe mal ein Stückchen nach hinten, damit ihr das besser sehen könnt. Also, Hände sind vom Körper weggespreizt und wir rotieren mit dem eigenen Körper um die Hände drumherum. Seid schön vorsichtig und achtsam. Es darf nicht wehtun. Es gegen den Uhrzeigersinn. Und jetzt die Richtung wechseln. Im Uhrzeigersinn. Um die Handgelenke schön rotieren. Genau. Super. Wir halten kurz an und beugen uns überstreckt über das Handgelenk. Ich komme mal zur Seite. Also, Finger sind vom Körper schön weit auseinander weggespreizt und wir kommen mit dem Oberkörper in eine Überstreckung des Handgelenks. Das darf nicht wehtun, aber wir dehnen schön das Handgelenk. Kurz halten und wir kommen vorsichtig wieder zurück. Kurz ausschütteln. Wir nehmen jetzt die Hände und legen uns auf den Handrücken. Das heißt, die Fingerspitzen zeigen zum Knie und gehen jetzt vorsichtig mit dem Gesäß zurück. Ellenbogen schön durchdrücken. Genau. Hände sind auf dem Handrücken. Genau. Super. Und wieder ausschütteln. Wir rotieren kurz die Handgelenke von innen nach außen und einmal von außen nach innen. Sehr schön. So, ihr Lieben. Kommen wir zum hochintensiven Intervalltraining. Wir brauchen die Matte als Stütze für die Hände. Wir starten mit den Cluster Burpees.
Ich wechsle kurz meine Musik, mache ein bisschen Powerhouse-Musik an. Ihr könnt auch die Musik wechseln. So. Also. Ich stelle den Timer. Hier sind wir. Also, ich mache die Übung kurz vor. Zwischen den Übungen haben wir 20 Sekunden Pause. Die Übung selber geht 30 Sekunden dreimal hintereinander. Also, wir kommen mit den Händen im hüftbreiten Stand auf den Boden, springen zurück in den erhöhten Stütz, springen wieder zu den Handgelenken und in der Squat-Position öffnen wir uns. Für diejenigen, die nicht springen können, gehen diese Position. Das heißt, die Hände gehen vor den Füßen auf den Boden. Wir laufen mit dem rechten Bein rechts, links, bleiben in der Hocke und öffnen nur den Oberkörper. Alle anderen, die springen können, springen aus dem Stütz nach hinten zu den Handgelenken und öffnen sich nach oben. Alle verstanden? Einmal bitte Daumen hoch. Super. Ihr Lieben, es geht los. Ich zähle runter. Es geht los. In 5, 4, 3, 2, 1 und Feuer. Also, zurück nach vorne und guckt mich an. Genau. Schön einmal in die Kamera. Wer kann? Und bleibt schön in der tiefen Hocke. Noch 14 Sekunden. Atmen nicht vergessen. 3, 2, 1 und Pause. Kurz Luft holen. Kurze Erholungsphase. Schüttelt die Beine aus, gleich geht's auf die Oberschenkel. Noch 8 Sekunden, kommt wieder in Position, hüftbreiter Stand. Die Hände gehen runter. 3, 2, 1 und Feuer. Schön tief bleiben. Und jetzt erhöhen wir das Tempo. Außer die, die laufen. Und schneller, jawohl. Super, schön unten bleiben, in der tiefen Hocke. Jawohl. Noch tiefer. Schön Popo zum Boden. Ja, besser. 3, 2, 1 und Pause. Kurz ausschütteln. Wer möchte, kann was trinken. Noch 10 Sekunden. Macht euch bereit. Noch 5, 3, 2, 1. Feuer, letzte Runde. Und öffnen. Jawohl. Und tief. Schön in der tiefen Hocke und den Oberkörper nach oben strecken. Noch 8 Sekunden. 3, 2, 1 und Pause. Wir brauchen die Matte und kommen in den Stütz, in den Seitstütz. Ich fange mit links an. Die Hand ist unter der Schulter und wir gehen mit der Hüfte tief. Wer die Kraft nicht hat, bleibt schön oben und hält die Übung. 3, 2, 1, Feuer. 30 Sekunden. Zweimal pro Seite. Drei, zwei, eins. Und wir wechseln die Seite.
Beim zweiten Mal werdet ihr sehen, kommt man schon ein bisschen tiefer. Kommt in Position. 3, 2, 1 und weiter. Meistens hat man auch eine Lieblingsseite, wo man einfach tiefer kommt. Drei, zwei, eins. Wir tauschen nochmal die Seite. Wer möchte, kann die Handgelenke ein bisschen lockern. Noch 10 Sekunden. Kommt in Position, noch 5. 3, 2, 1. Und los. Schön tief und wieder hochdrücken. Drei, zwei, eins und Pause. Nochmal auf die rechte Seite oder die andere Seite. Noch 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden, kommt in Position. 3, 2, 1 und los. Noch 10. Noch 5, 2, 1 und Pause. Wir brauchen die Matte nicht. Wir kommen in den Krabbengang. Brauchen etwas Platz zur Seite. Ich starte und laufe zur rechten Seite. Wir kommen in die Squat-Position mit dem Popo oder Gesäß tief und raufen nach rechts 3 Schritte. 3, 2, 1 und nach links. Schön tief mit dem Gesäß. Noch tiefer. Wir sind in der tiefen Hocke. Noch tiefer mit dem Gesäß. Oberkörper bleibt schön gerade. 3, 2, 1. Das üben wir nochmal. Also, Oberkörper bleibt wie beim Squat schön gerade. Und wir gehen ganz tief. Und bleiben auf der Höhe. Es geht weiter in 5. 4, 3, 2, 1, nochmal. 1, 2, 3 und wechseln. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Noch tiefer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Noch tiefer. Noch 10 Sekunden. 3, 2, 1, Pause. Schüttel die Beine aus. Trink gerne was. Noch 5 Sekunden. 3, 2, 1, nochmal. Gesetzt ganz tief. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Noch tiefer. 2. Nicht nach vorne beugen. Keine Kniebeuge, keine Hüftbeuge. 1, 2, 3. Das Gewicht ist tendenziell auf der Ferse. Und schneller. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. Und Pause. Macht euch bereit. Erste Cardio-Einheit. Ich erkläre kurz.
Für diejenigen, die nicht springen können, gibt es eine Variante. Aber wir springen in den Squat. Stopp. Wir springen in den Squat, kommen hoch, linker Ellenbogen an rechtes Knie, Squat aus der Diagonale. In schnell, im Wechsel. Rechts, links, Squat. Rechts, links, Squat. Alle anderen kommen tief. Rechter Ellenbogen an linkes Knie, Squat und umgedreht. Ja, alle verstanden? Daumen hoch. Super. Okay, ich zähle runter. Es geht los in 5, 4, 3, 2, 1 und los. Also, Squat, rechts, links, Squat, rechts, links, Squat. Noch 20 Sekunden. Und Pause. Erste Runde geschafft. Holt kurz Luft. Roland, alles in Ordnung? Okay. Kurze Erklärung. Also, für die, die nicht springen. Gehen runter, linkes Knie, rechter Ellenbogen. Runter im Wechsel. Aus der Diagonale. Das Knie geht zum Ellenbogen. Und immer ein Squat dazwischen. Für die, die springen, ist es eine schnellere Variante. Rechts, links, dann der Squat. Okay? Super. Noch 5 Sekunden Pause. Dann geht es in die zweite Runde. 3, 2, 1 und Squat. Rechts, links, Squat. Rechts, links, Squat. Hälfte der Zeit ist rum. Drei, zwei, eins und Pause. Kurz Luft holen. Noch 10 Sekunden, letzte Runde. Danach kommt eine Bauchübung. Noch 3, 2, 1 und los. Squat, rechts, links, Squat. Noch 10. Zwei, eins, Pause. Holt kurz Luft. Wir brauchen die Matte wieder. Statische Übung. Knie an Nase. Kurz Luft holen. Wir starten mit dem rechten Knie. Jeweils jede Seite zweimal, 30 Sekunden. Das Gewicht ist quasi auf dem Steißbein. Wir liegen, Schulterblätter sind von der Matte gelöst und das Knie ist an der Nase, das andere Bein ist gestreckt. Okay, alle sind fertig. In 4 Sekunden geht's los. 3, 2, 1. Und los. Hälfte der Zeit ist rum. Dann ich versuche mit der Nase noch ein Stückchen höher, dich vom Boden ein bisschen zu lösen. Genau. 4, 3, 2,
kurz ausruhen, Luft holen. Wer möchte, kann sich der Länge nachstrecken. Tief ein- und ausatmen. Wir machen in 8 Sekunden weiter mit der linken Seite. Es geht los in 3, 2, 1. Und wir lösen die Schultern und die Nase ist am Knie. Schön atmen. Hälfte der Zeit ist rum. Drei, zwei, eins. Und Pause. Kurz strecken, wer möchte. Nochmal die rechte Seite. Jetzt wird es richtig anstrengend. Die Muskulatur ist noch leicht ermüdet. Drei, zwei, eins. Und los. Genau. Ich weiß, es brennt. Hälfte der Zeit ist rum. Drei, zwei, eins. Und Pause. Streckt euch. Tief ein- und ausatmen. Eine letzte Runde auf der linken Seite. In 3, 2, 1 und los. Hälfte der Zeit ist rum. Drei, zwei, eins. Und strecken. Tief ein- und ausatmen. So. Ich habe heute eine Variante. Und zwar, ihr kennt meine Übung. Ich nenne Liegestütz, Stütz, Stirn, Knie, Ferse. Daraus machen wir jetzt eine Variante. Ich erkläre kurz. Also, wir kommen in den erhöhten Stütz, machen einen Liegestütz und gehen dann mit der Seite nach oben und öffnen uns seitlich, kommen zurück, Liegestütz und öffnen uns zur anderen Seite. Wer den Liegestütz nicht sauber kann, der kommt bitte auf die Knie. Die Brust geht zur Matte. Dann gehen wir zurück in den erhöhten Stütz und öffnen uns dann zur Seite. Für diejenigen, die den normalen Liegestütz noch nicht sauber schaffen, bitte auf die Knie. So, 8 Sekunden Pause noch. Alle verstanden? Okay. So, 8 Sekunden. Wir starten mit dem Liegestütz und öffnen uns dann zur einen und dann zur anderen Seite. 3, 2, 1 und Liegestütz und schön zur Seite öffnen. Liegestütz, zur anderen Seite öffnen. Liegestütz, öffnen. Liegestütz, öffnen, noch 10 Sekunden. 3, 2, 1 und Pause. Das war der Streich Nummer 1. Falls ihr euch fragt, was das für eine weiße Katze ist, die hier immer mal durchs Bild läuft, das ist Miss Bonnie. So, es geht weiter. Noch 3 Sekunden. 2, 1 und Liegestütz. Und öffnen. Liegestütz. Und öffnen.
Liegestütz und öffnen. Sehr schön. Schön mit der Brust runter zur Matte. Hervorragend. Sieht gut aus. 3, 2, 1 und Pause. Wenn ihr die Liegestützen auf dem Knie macht und wieder hochkommt zum Öffnen, dann kommt bitte wieder in den erhöhten Stütz ganz normal, damit ihr einen besseren Winkel habt, um euch zu öffnen. Das ist dann besser, ja? So, noch 3 Sekunden. 2, 1, nochmal. Also, Liegestütz. Öffnen. Liegestütz und öffnen. Und öffnen. Sehr gut, Roland. Sieht gut aus. Genau, und jetzt auf die Beine. Genau, und öffnen. 3, 2, 1. Und Pause. So. Wir bleiben auf der Matte und kommen in das Knopfmesser. Die letzten Male haben wir die einfache Variante gemacht. Diesmal machen wir die normale, fortgeschrittene Variante, weil wir ja nur fortgeschrittene Teilnehmer heute sind. Also, wir kommen in das Klappmesser. Das heißt, wir strecken Beine und Arme, Moment, Beine und Arme vom Körper und kommen im Klappmesser zusammen und versuchen, die Fingerspitzen zu den Fußspitzen kommen runter und wieder hoch. Für diejenigen, die die Kraft noch nicht haben, die bleiben einfach in dieser Kerzenposition und versuchen nur mit den Fingerspitzen zu den Fußspitzen zu kommen. Alle anderen machen das Klappmesser. So, es geht los. In 5, 4, 3, 2, 1 und los. Und hoch. Und hoch. Strecken und wieder zusammen. Genau. Super. Und schön Beine durchstrecken. Doris, super. Stefan, super. Hervorragend. 3, 2, 1 und Pause. Kurz Luft holen. Wer möchte, kann sich nochmal ablegen und schön strecken. Noch 7 Sekunden Pause. 3, 2, 1. Klappt besser die zweite. Und los. Hälfte der Zeit ist rum. Sehr schön. 3, 2, 1 und Pause. Tief durchatmen. Wer möchte, der Länge nachstrecken. Noch 7 Sekunden Pause. 3, 2, 1 und strecken zusammen. Hälfte der Zeit ist rum. Der Bauch brennt, ich weiß. Drei, zwei, eins und Pause. Nächste Übung. Oh. Also, wir kommen wieder in den erhöhten Stütz. In den Scorpion Kick. Also, wir sind im erhöhten Stütz. Finger
Zeige gespreizt vom Körper weg. Hände sind unter der Schulter. Das Knie geht zur Brust. Das Knie geht nach oben und zur gegenüberliegenden Seite und zurück. Zur Brust, nach oben, zur Seite. Zur Brust, nach oben, zur Seite. Alle verstanden? Es geht los. In 3, 2, 1. Scorpion Kicks, die erste. Drei, zwei, eins und Pause. Nach den Scorpion Kicks, noch zwei Runden, kommt die letzte Cardio-Einheit und dann noch ein bisschen Bauch. So, es geht weiter in 5, 3, 2, 1, Scorpion Kicks, die zweite. Fünf, drei, zwei, eins, Pause. Holt kurz Luft, noch 10 Sekunden Pause. Scorpion Kicks, die dritte. Noch 5 Sekunden, drei, zwei, eins und los. Zieht das Knie ganz weit zum Brustkorb, nach oben und dann weit zur Seite, dass die Hüfte sich schön öffnet. Genau. Ganz weit nach vorne ziehen das Knie. Jawohl. Super, Doris. Aus der Rotation heraus. 3, 2, 1. Pause. Nimm kurz die Matte an die Seite. Wir springen. Für die, die nicht springen können, die gehen, machen die Übung aber trotzdem mit. Also, Skater. Ich fange mit rechts an. Also, Weitersprung nach rechts. Linke Hand geht zum rechten Fuß. Linker Fuß überkreuzt das rechte Bein. Wir kommen hoch. Und springen im weiten Sprung zur anderen Seite. Das Bein wird wieder überkreuzt. Rechte Hand zum linken Fuß. Wie in einer Skaterbewegung. Runter. Für die, die nicht springen können, machen einen weiten Schritt zur Seite. Gehen aber trotzdem runter, wieder hoch. Großen Schritt zur Seite. Überkreuzen, runter, wieder hoch. Auch das geht in die Po-Muskulatur. So. Alle verstanden? Gut. Roland, du auch? Okay. So. Skater. Noch 10 Sekunden Pause. Nochmal tief Luft holen. Jetzt geht's auf die Po-Muskulatur. 3, 2, 1 und Feuer. Rechts. Links. Je weiter ihr zur Seite geht oder springt, umso mehr geht es auf die Po-Muskulatur. Wichtig ist, dass ihr euch wieder schön nach oben öffnet. Schön hochkommen und dann zur Seite. 3, 2, 1, Pause. Skater, die erste. Wer möchte, kann die Arme nach oben nehmen. Roland, auf die gegenüberliegende Seite. Ich erkläre es beim Sprung. Es geht los. 3, 2, 1. Rechter Fuß, linke Hand geht runter. In die Diagonale.
Genau. Dass man das Gleichgewicht halten kann. Wie beim Rollschuhfahren. Hälfte der Zeit ist rum. Die anderen geben jetzt Gas und schneller. Drei, zwei, eins, Pause. Schüttel die Beine aus. Nehmt die Arme nach oben. Lasst Luft in eure Lungen. Noch 10 Sekunden Pause, Skater, die dritte Runde. 3, 2, 1 und los. Letzte Runde, Cardio. Guckt mich schön an, genau, schön nach oben öffnen. Drei, zwei, eins, Pause. Kurz Luft holen. Wir setzen uns auf die Matte. Die Beine im V vom Körper gestreckt. So, also die Beine V-förmig gestreckt. Wir kommen in die Seitenrippe. Ich erkläre kurz, Hände an die Schläfe. Wirbelsäule bleibt schön gerade. Und in die Seitenbeuge mit dem Ellenbogen zur Matte. So tief wie ihr kommt. Aber der Rücken, stolze Brust, bleibt schön gerade. So, es geht los in 3, 2, 1. Seitenwippe die erste. Gut für die seitliche und schräge Bauchmuskulatur, wer es wissen möchte. Schön aufrichten, macht keinen Buckel. Gerade Wirbelsäule, stolze Brust. Und schön tief mit dem Ellenbogen. Noch 10 Sekunden. Drei, zwei, eins. Kurze Pause. Eigentlich ist das eine schön lockere Übung. Macht aber tatsächlich schön Muskelkater. Oh. Letzte Runde Seitenwippe. Hände an die Schläfe. 3, 2, 1. Und schön wippen. Noch 20 Sekunden, kein Buckel machen, nur in die Seite gehen, Wirbelsäule sonst gerade lassen. Fünf, vier, drei, zwei, eins und Pause. Ja, mit Schrecken muss ich gerade auf die Uhr gucken und die Stunde ist schon rum. Schade. Also, nur noch cool down, Leute. Macht euch schöne, softe Musik an. Wir dehnen uns noch ein bisschen. Wer möchte, kann sich hinterher selbst noch weiter dehnen. Ohne das Kollektiv. So. Also, wir nehmen das Sprunggelenk, rechtes Bein zum Gesäß. Die Knie werden geradeaus zur Lunge ausgerichtet und wir drücken die Hüfte nach vorne, indem wir den Bauchnabel gefühlt nach oben drücken und tief ein- und ausatmen. War eine super Stunde, ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit rumgegangen ist. Flix nochmal. Und wir überkreuzen das Standbein nach vorne. Da kommt Monsieur Claude durchs Bild. Wir nehmen die Arme nach oben
und mit den Fingerspitzen zu den Fußspitzen. Die Knie sind durchgestreckt, maximal eine Mikrobeuge. Und wir versuchen, so tief wie möglich zu kommen beim Ausatmen. Und wir kommen langsam wieder hoch in einen hüftbreiten Stand. Kleid will auch mitmachen. Wir nehmen jetzt das linke Bein zum Gesäß. Richten die Knie parallel zueinander aus und drücken die Hüfte noch nach vorne. Und tief ein- und ausatmen. Einmal noch tief ein- und ausatmen. Und wir überkreuzen das Standbein nach vorne. Gehen einmal mit den Armen nach oben. Und kommen über die Vorbeuge zu den Fußspitzen. Und tief ein- und ausatmen. Die Knie sind durchgestreckt oder in einer Mikrobeuge. Wir kommen wieder über die Vorbeuge nach oben. Nehmen jetzt das rechte Bein oberhalb vom Knie, suchen uns einen Fixpunkt am Boden und kommen mit dem Ellenbogen Richtung Schienbein und schieben uns so nach vorne und atmen tief ein und aus. Wer möchte, kann sich an dem Gegenstand festhalten. Noch die Po-Muskulatur dehnen. Noch einmal tief ein- und ausatmen. Und wir kommen wieder über die Vorbeuge, vorsichtig nach oben. Setzen das rechte Bein ab und nehmen jetzt das linke Bein oberhalb und legen es vom Knie ab. Und kommen über die Vorbeuge und schieben die Ellenbogen am Schienbein entlang nach unten. Sucht euch einen schönen Fixpunkt am Boden oder schräg vor euch. Und wir atmen tief ein und aus. Einmal noch. Und über die Vorbeuge kommen wir wieder nach oben. Nehmen die Hände zur Seite und nehmen die Hände oben überhalb vom Kopf zusammen. Kommen mit den Händen zur Brust. Und ich bedanke mich für eine tolle sportliche Stunde bei euch. Einen schönen Abend noch. Danke, Bell. Danke. Danke schön. Eine Stunde dran sitzen. Dankeschön. Manchmal reicht eine Stunde gar nicht. Ja, nein. Tschüss zusammen. Hat mir Spaß gemacht mit euch.